Ja, hallo, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben. Hier ist wieder euer Lord Titan, euer Sven Duncan. Und ja. Ja, es ist irr witzig, deshalb eben auch mein Gelächter über diese Gesellschaft, über diese kranke Gesellschaft, diese rechts- und asozial durchtrennte Gesellschaft. Es ist absolut irrwitzig. Rechtes und Asoziales wird gefördert, wird unterstützt, wird ausgezeichnet, wird in dieser Gesellschaft gefeiert. Also das, was sich gegen Menschlichkeit und gegen anderes richtet, wird gefeiert, wird hochgehalten. Schon der Kindheit und der Jugend wird sowas nahegelegt, sowas zu feiern, sowas zu unterstützen und zu fördern. Ja, es ist absolutes Horrorbeispiel an Wirklichkeit, ja. Während eben in diesem Szenario, was es eben auf der Welt gibt, nicht nur in meinem Fall, sondern auch in anderen Fällen, Menschen, die sich wehren, zu gutem Recht, was sie haben, Menschen, die sich nicht alles gefallen lassen, für psychisch krank erklärt werden oder eben für krank erklärt werden, in irgendeiner Sinne, paranoid, schizophren oder sonst was. Wo dann diese Leute als Gefahrenstufe für andere eingestellt werden und weggesperrt werden. Ne? Man darf auch nicht drüber reden über dieses Thema, es will keiner drüber reden, es ist den Menschen zu unbequem, die Wahrheit. Deshalb habe ich ein Problem mit dieser rechten und asozialen durchgetränkten Gesellschaft, die immer nur wegguckt, die nicht Probleme sieht und nicht Probleme angeht. Ich, wie auch andere, wir sind erst kaputt geworden, weil man uns zu Unrecht weggesperrt hat, weil man uns zu Unrecht für krank erklärt, weil man uns zu Unrecht psychische Gewalt aussetzt, abgesehen von der Gewalt, die wir im Leben sowieso durchgelebt haben, an verbalen, körperlichen Gewalttaten, die auch keinen Menschen interessieren, wird man dann zu guter Letzt auf psychische Ebene angegriffen, man wird weggesperrt, eben mit wirklich Leuten, die teilweise wirklich krank sind und ja, isoliert von der Gesellschaft. Ja, bei mir waren es mehr als ein Jahr, die ich isoliert von der Gesellschaft leben musste, praktisch Freiheitsberaubung nenne ich das. Urteile, die erst viel zu spät gefällt wurden. Ich habe es auch schon in meinen Beiträgen vorher gesagt, ich sage es auch nochmal wieder. Ich war ein Jahr das erste Mal in der geschlossenen, wo nach 4 Wochen erst ein Urteil gefällt wurde von einem Richter, der mich nur gesehen hat da kurz, der sich kein Bild von mir gemacht hat. Ja, das mal nur so nebenbei. Also man macht hier wirklich Scheiße, ganz abgesehen von der Asylpolitik und sonstigen Kram, über den man meckern könnte, ja, wo eine Menge Bullshit passiert, wo eine Menge Verdrehung passiert. Das Rechte wird auch gar nicht mehr angesehen als Recht. Es gibt es eigentlich nicht mehr, sagen die Leute. Dabei ist das Rechte genau im Zentrum und wird nicht nur von Deutschen ausgelebt, sondern auch von Ausländern. Ja. Wir haben ein Problem in der Gesellschaft von Rechten und asozialen Fehlverhalten, was sich eben mit Gewalt gegen andere Menschen, wie auch in diesem Fall gegen meine Person, richtet. Was eben meine natürliche Behinderung mit den Augen, die ich habe oder sowas, noch verstärkt hat, da ich eben seit diesem Vorfall, dass ich das erste Mal weggesperrt wurde, zu Unrecht eine Überreizung im Gehirn habe. Alles nur aus Grund, weil ich zu Recht reagiert habe auf einen körperlichen Angriff gegen meine Person. Daraus sehe ich einfach nur eine psychische Gewaltentwicklung, in der man Leute abstempeln will und fertig machen will, was für mich nichts mehr mit Menschlichkeit oder sozialen Aspekten zu tun hat, sondern einfach nur mit rechter, ja, verlogenen Scheiße, die die Menschheit aufbaut. Ja, und ich kann nur eben sagen, ich stehe zu mir, ihr habt versucht mich kaputt zu machen, ihr habt versucht mich wegzusperren, ihr habt versucht mich quer durch den Dreck zu ziehen und selbst die Familie sagt nichts dazu und kümmert sich nicht darum.
Dann will aber die Familie, dass man immer lächelt. Man soll immer lächelnd durchs Leben gehen und all jeden Menschen grüßen und freundlich sein. Nein, warum? Wo steht geschrieben, dass ich freundlich sein muss? Wo steht geschrieben, dass ich immer gut und nett sein muss? Wo steht geschrieben, dass ich nicht auch wütend sein darf? Wo steht geschrieben, dass ich nicht auch ein Recht darauf habe, zu sagen, das ist Scheiße? Ja, und was hier passiert in dieser Gesellschaft, ist eine Menge Scheiße. Ja, es werden Menschen schon kaputt gemacht, es werden Kinder schon kaputt gemacht, es werden Frauen und Männer kaputt gemacht, unabhängig von ihrem Arbeitsstatus oder sonst was. Es geht einfach nur darum, dass blinde Gewalt ausgeübt wird, eben auch im psychischen Sinne. Gerade eben, wenn es um ja, diese Vorurteile der, wie soll man das sagen? Ja, diese Vorurteile geht, dass man eben Menschen für krank erklären will. Ja, das sind für mich rechte Ärzte, die sowas unterschreiben. Ja, das sind für mich keine normalen Menschen. Ja, weil das ist ein Vorurteil. Das, was gegen mich aufgebaut wurde, ist ein ganz klares Vorurteil von rechten, asozialen Gedankengut gegen meine Person, gegen meine Freiheit, gegen meine Rechte, die ich als Bürger habe. So, und es passiert noch eine Menge Scheiße. Und die Menschen, die wollen es nicht wissen, die wollen es nicht hören, die wollen es nicht sehen. Wollen aber dann, wenn sie mal sich den Zeh stoßen, dass ich schreie, oh wie schlimm, du Armer. Ja? Nein, das ist mir scheißegal. Weil ihr müsst mal erstmal sehen, was wichtig ist im Leben. Was wirklich wichtig ist, wo wirklich gravierende Sachen passieren, wo sich das Rechte und Asoziale ausbreitet. Ja, wenn ihr weiterhin davor die Augen verschließt, dann seid ihr eine Fuckgesellschaft, auf die ich nur pissen kann, mit der ich nichts anfangen kann. Und ja, dann könnt ihr auch weiterhin sagen, ja, du wurdest doch weggesperrt oder du bist doch krank. Ich bin nicht krank und ich wurde zu Unrecht weggesperrt. Nur eben, das ist das Problem. Man wollte mich mundtot machen, man wollte mich unglaubwürdig machen. Und in gewissen Bereichen der Gutmenschen hat man es auch geschafft, die eh nur das aufnehmen, was man ihnen erzählt und was man irgendwo hinschreibt, ja, ohne zu hinterfragen. Und diese Leute pissen mich dann auch an und sagen, ja, du wurdest ja weggesperrt, ja ich nicht. Ja, ich wurde weggesperrt, weil ich eine freie Meinung habe, weil ich ein freier Mensch bin, weil ich zu meiner Position stehe und auch mein Leben vertrete. Ja, weil man die Wahrheit nicht hören will, weil man die Wahrheit nicht sehen will, dass es Probleme gibt in der Gesellschaft, wurde ich weggesperrt. Zu Unrecht. Ja, man hat mich zu Unrecht weggesperrt, man hat mich zu Unrecht für krank erklärt und man hat mich zu Unrecht kaputt gemacht. Ja. Aber das wollt ihr nicht sehen, das ist die Wahrheit, das wollt ihr nicht hören. Und mir ist das egal, ob virtuell oder real. Ich anpisst, den scheiß ich zu. Ja. Und ich habe kein Mitleid mehr mit euch. Und eure Kinder sind mir auch scheißegal, die sind teilweise verdorbener als wie die Erwachsenen. Ja. Macht mal endlich die Augen auf und seht, was abgeht. Ja. Seht, was in dieser beschissenen Welt abgeht, was Menschen aus dieser beschissenen Welt machen. Ja. Und dann kümmert euch um die, die betroffen sind, die eben unter eurer Gewalt und euren Hass leiden müssen. Ja, das sind Leute wie ich, Leute, die sich ein Leben lang sozial für Menschlichkeit eingesetzt haben und es auch weiterhin tun werden. Aber nicht mehr mit einem Lächeln im Gesicht für die ganze Gesellschaft, sondern diese Gesellschaft ist voller Dreck. So, Peace, euer Lord Titan alias und Dank und mit jedem mit Sozialverstand und Bildung sage ich, habt einen schönen Tag.